Guten Tag, mein Name ist Tim Becker. Ich bin hier der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr des Löschzuges Polch. Wir haben heute den Tag der offenen Tür, ein riesengroßes Kuchenbuffet, unsere große Fahrzeugausstellung sowie ab 14 Uhr eine Übung der Gefahrstoffgruppe Polch, die Bestandteil des Gefahrstoffzuges des Landkreises Main-Koblenz ist. Ja, wir können es also nicht beschweren. Heute Morgen waren viele Nachbarfeuerwehren hier, die hier den Frühschoppen begangen haben. Und jetzt heute Nachmittag zu Kaffee und Kuchen selbstverständlich die Bevölkerung von Polch und der ganzen Verbandsgemeinde Maifeld. So, die Kollegen aus der Feuerwehreinsatzzentrale haben also jetzt betreffend die Gruppe alarmiert, die jetzt gleich hier ein Löschgruppenfahrzeug und den Gerätewagen Gefahrstoff angucken. Das Löschgruppenfahrzeug und den Gerätewagen Gefahrstoff. Des Weiteren legt der Einsatzleiter jetzt Abstellkräfte fest. Was passiert? Ich bin hier hingekommen. Ganz normal, unterwegs zu gehen, da haben sie den Traktor stehen sehen. Da steht ein komisches Fass drauf. Der Kerl, der sitzt da vorne, ist nicht ansprechbar. Auf der Seite ist eine orangene Tafel. Des Weiteren rüsten sich jetzt die Kameraden vom Gerätewagen und mit dem Chemikalien-Schutzanzug aus. Ohne den Stoff jetzt genau zu kennen, gehen wir hier von dem Worst-Case-Szenario aus, gehen also mit der bestmöglichen Ausrüstung dann vorne an die Einsatzstelle, um die Arbeiten dann durchzuführen. Sie ziehen diese dazu aus dem Gefahrenbereich heraus. Als erste Maßnahme, damit der Stoff, der aus dem Fass ausdrückt, nicht weiter in die Kanalisation gelangt, werden wir diese weiße Wanne unterstellen. Die beiden Kameraden vom Angriffsdruck haben das Fass jetzt stabilisiert und einigermaßen gesichert, hingelegt, so dass kein weiterer Stoff mehr austreten kann. Hin, die Kamera. Die Fernsehkamera. So werden die beiden Kameraden jetzt das Fass bergen. Des Weiteren wird jetzt der erste Angriffsruf, der den Verletzten gerettet hat. Und dann werden jetzt dann die beiden Kameraden mit der Schienkamera dazu auch verletzungsmäßig dekontaminiert. Sind Sie ein bisschen stolz? Natürlich!